Willkommen. Wir haben uns schön ausgeruht und gestärkt. Naja, nicht wirklich. Wir haben hier gleich weiter fortgeführt, die ganze Sache. Und haben hier die kleine Aufgabe für den Baron. Und haben hier noch ein bisschen Weg vor uns. Es wird gerade morgens, man sieht es. Und es regnet nicht aktuell. Das könnte uns von Nutzen sein. Komm schon, Plätze. Und es geht jetzt dann dementsprechend los. Sie sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Ja. Los geht's. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Ah, ist wieder hier so ein... Kommen wir wieder in so eine lustige Ecke rein. Dass wir irgendwo mittendrin durchreiten, wo wir eigentlich nicht durchreiten sollten, weil wir noch viel, viel zu klein sind. Obwohl das geht. Halt mal aber ab und zu mit den Hexersinnen mal die Augen offen. Hier waren wir schon. Das kenne ich. Schritte circa. Ein paar Wachen und hier schräg durch. Viele Geräuschquellen. Hier ist ein Haus. Hier müsste er sein. Los, los! Hallo. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ach Leute. Die Täuschungsstufe. Ich muss wirklich beim nächsten Mal nachlesen, was das ist. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edricks Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Mhm. Genau. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Zur Hölle, für wen hältst du dich? Für einen Hexer. Einen Hexer? Hört ihr das? Entweder wimmelt es in Velen auf einmal nur so von Hexern, oder dieser Bastard hat unsere Jungs am Scheideweg erledigt. Die Hunde ficken! Ah! Was? Reihe bilden! Wie? Also Axt geht schon mal gar nicht. Ich muss mir wenigstens ein bisschen was zu futtern reinlegen. Und dieser bescheidene Bogenschütze. Au. Oh, zwei zum Preis für einen. Hm. Mal sehen, was das für einer ist, der Edricks Freunde so raufgebracht hat. Ja. Nun gut. Hallo.
Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du erwartest mich. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Aha. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Schützen wovor? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Na gut. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke also mittlere Maustaste oder halte mittlere Maustaste gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. So. Das heißt, wir haben einen Questgegenstand. Haben einen Questgegenstand. Haben keinen Questgegenstand. Mal gucken. Oder hat man das hier schon? Ach, ist ja schon drin. Genau. Und dann kann man Klingeling machen. Aber wir können ja erstmal die Spuren untersuchen. Glaube ich. Noch ein Hinweis.
Da lang. Gut. Noch ein Hinweis. Was für Hinweise? Gut. Ah, hier. Na? Den irgendwo da. Ich höre was. Noch ein Hinweis. Da ist ein Bär. Gut. Bist du? Na los, gehen wir zum Weidler. Ach, und die haben auch Lebenspunkte. Na supi. Komm schon, verdammt. Ich ahne was. Wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Hier entlang, euer Gnaden. Da werden doch bestimmt noch welche kommen, die mich jetzt hier... Wah, ey, Zicke. Zur Hölle bist du hin? Autsch. Oh. Da war ich nicht schnell genug. So. Nur aber mitkommen. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Nein, komm. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Komm. Komm, los. Ab hier nach Hause. Lauf dem Weidler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Da hast du. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Na los. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Mhm. Gut. Bin gleich zurück.
möchte. Hat man nicht alles so in seinem Zimmer verstreut? Wehe, du beißt da den Kopf ab. Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Meinen Sie das kleine Kind, das Ganze, was beim Baron ist? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Aha. Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihm gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche. Und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden.
Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Halbkerzen durch die Dunkelheit führen. Ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Interessant. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Und wir müssen mit ihm sprechen. Aber danke für die Information dort an der Seite. Lies im Bestiarium, um mehr über Fehlgeborene zu erfahren. Das werden wir tun. Wir lesen im Bestiarium. Glossar. Bestiarium. Bären. Die hatten wir ja schon, sonst wären die nicht eingefärbt Geister. Oh, wir haben ein bisschen was vorzulesen. Ich glaube, den Rest dieser Folge, falls jemand vorher schon ausstellen möchte, verlese ich dann hier die einzelnen Sachen, die wir schon haben. Machen dann den Break. Und dann kümmern wir uns um die Quest weiter mit dem Baron. Das ist, denke ich mal, ein guter Deal. Dann fangen wir erstmal an. Erscheinungen. Erledige all deine Geschäfte, bevor du stirbst. Verabschiede dich von deinen Liebsten. Entschuldige dich bei allen, denen du Unrecht getan hast. Schreibe dein Testament, sonst wirst du diese Welt niemals richtig verlassen. Paule Vicar, Dorfheiler, Ratschläge an einen Sterbenden. Geistliche und Gelehrte streiten sich nach wie vor, ob die Seele nach dem Tod wirklich in eine andere Welt übertritt, in der ihn entweder ein ewiges Glück oder Leid erwartet. Beide sind sich jedoch einig, was mit ihr geschieht, wenn er aus irgendeinem Grund in unsere Welt bleibt, nachdem der Körper seinen letzten Atemzug getan hat. Sie wird zu einer Erscheinung, doch ihrem traurigen Heulen nach zu urteilen, ist es kein Schicksal, um das man sie beneiden sollte. Das glaube ich auch. Mittagserscheinung hatten wir schon. Nachterscheinung. Nachterscheinungen strahlen eine unwahrscheinliche Traurigkeit aus, dieser hilflose Zorn. Ich fürchte sie so wie jeder andere auch, aber eigentlich tun sie mir leid. Elin, Altspar, elfische Bardin. Verglichen mit anderen Kreaturen der Nacht, beispielsweise Katakanen, Nosferatu und Werwölfen, sehen Nachterscheinungen und deren seltene Verwandte die Dämmererscheinung nicht sonderlich gefährlich aus. Denn wie viel Schaden richtet schon eine blasse, dürre Frau im abgetragenen Kleid an? Die Antwort lautet, ziemlich viel. Aber statt diese Erfahrung am eigenen Leib zu machen, sollte man des Nachts einfach lieber keine Felder und Wiesen überqueren. Ähnlich wie Mittagserscheinungen treten Nachterscheinungen nur in ländlichen Gegenden auf. Ihre häufigsten Opfer sind Reisende. Doch wenn die Legenden, die sich um sie ranken, wahr sind, schleichen sie sich nachts auch in die Hütten der Bauern und ermorden diese im Schlaf. Während des Angriffs sind Mittagserscheinungen die meiste Zeit über körperlos, sodass physische Schläge durch sie hindurchgehen. Sie nehmen lediglich in den kurzen Augenblicken ihres Angriffs einen körperlichen Zustand an. Wenn sie geschwächt sind, erschaffen sie mehrere Abbilder von sich, die nicht direkt angegriffen werden können. Mit ihrer Hilfe saugt die Mittagserscheinung die Lebensenergie ihres Opfers auf. Nachterscheinungen können ebenfalls körperlos sein und sind in diesem Zustand nur sehr schwer zu verwunden. Um eine Erscheinung zu zwingen, die körperliche Form anzunehmen, muss sie mit dem Irdenzeichen gefangen genommen oder mit einer Mondstaubbombe getroffen werden. Pest meiden. Patienten scheinen unter Wahnvorstellungen von einer Frau zu leiden, deren Körper mit Schorf und Geschwüren bedeckt ist und die von Ratten umschwärmt wird. Diese Vorstellungen verschwinden nach einer Verabreichung von Bilsenkraut und Mohnextrakt. Joachim von Graz, Notizen, Wilmerius Hospital in Novigrad. Wenn die Pest in einer Region wütet, wird die Gegend manchmal auch von einem Geist heimgesucht, der einer kranken Frau gleicht, deren Fleisch von den Knochen fault und die von unzähligen Ratten begleitet wird. Niemand weiß, ob dieser Geist die Pest bringt oder von ihr wie eine Motte vom Licht angezogen wird. Trotzdem lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass sie mit großen Freuden Leid und Schmerz bringt und sich an den Schreien und am Stöhnen der Menschen ergötzt. Die Existenz von Pestmeiden oder Pestä, wie sie manchmal genannt werden, wird weithin angezweifelt. Es gibt nur zwei verbriefte Sichtungen solcher Kreaturen, beide zu Zeiten schlimmer Seuchen. Wie der Name Pestmeid schon sagt, nehmen diese Erscheinung die Gestalt von Frauen an, der Grund dafür ist aber nach wie vor ein Rätsel. Einige vermuten, dass sie wie andere Erscheinungen auch aus starken Gefühlen entstehen, die durch bestimmte Todesumstände wie nach langer, schmerzhafter Krankheit verursacht werden. Allerdings ist nicht viel darüber bekannt, wie sich eine Pestmeid bekämpfen lässt, obwohl man davon ausgehen kann, dass sie viele Eigenschaften besitzt, die auch andere Phantome und Erscheinungen haben. Sie stellt zweifelsohne eine große Gefahr dar, obwohl die Immunität des Hexers ihn zumindest davor bewahren sollte, sich mit den Krankheiten anzustecken, die sie in sich trägt.
Teufel beim Brunnen. Ah. Mit einem schmutzigen Kleid lauter Lumpen, die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Odolan aus Weißgarten. Die Einwohner von Weißgarten hatten einiges ertragen müssen. Durchziehende Armeen hatten ihre Aussaat zertrampelt, ein Greif hatte begonnen, sich an ihrem Vieh gütlich zu tun und zur Krönung spukte auch noch eine Mittagserscheinung in einem nahen Brunnen. Kein Wunder, dass dieses letzte Übel im Dorf als Teufel bezeichnet wurde. Der Hexer wusste, dass irgendetwas die Erscheinung an diesem Ort band und er ihr Geheimnis ergründen musste, um sie in den Äther zu entlassen. Sobald er das Geheimnis kannte, war die Zeit gekommen, sich auf den Kampf vorzubereiten. Mittagserscheinungen sind schwierig zu besiegen. Sie können Abbilder von sich erzeugen, die dem Gegner die Lebenskraft absaugen. Ihre Herrin bleibt dabei unberührt. Ein Silberschwert allein reicht nicht. Auch Irden ist vonnöten, um Erscheinungen festzusetzen und in körperliche Form zu zwingen. Die Emotionen von Hexern beim Töten von Monstern sind überschaubar. Sie verachten allenfalls die grausamsten Bestien und empfinden besonders ekelhafte Geschöpfe abstoßend. Nur selten hegen Hexer Sympathien für Monster. In Weißgarten war dies jedoch der Fall. Geralt tat die Mittagserscheinung leid. Noch lange musste er an die junge Frau denken, die durch ihren fürchterlichen Tod und ihre starken Emotionen zu jenem Monster geworden war. Geister ist erledigt. Hybriden hatten wir schon in Greifen. Konstrukte. Hunde der wilden Jagd. Ja, die hatten wir schon. Zu Füßen der wilden Jagd bellen ihre Hunde. Wilde Bestien, die ihnen folgen wie die Staubwolke dem Kometen. Es wird gemunkelt, dass manche den Anschluss verlieren, aus dem Nachthimmel auf die Erde niederfahren und eisigen Tod hinterlassen, wo immer sie entlang hetzen. Essi, Äuglein, Davin, Barden. Manche Experten gehen davon aus, dass die Hunde der wilden Jagd aus magischen Eiskristallen entstehen, um ihre geisterhaften Herren zu begleiten. Wie in Tollwut fallen sie alles, was ihnen in den Weg kommt, geistlos an. Uiuiui. Nekrophagen. Aalghule. Aalghule sind die beschissensten aller Ghule. Japin, Zigrin, Zwergenkrieger. Aalghule unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, Stärke, Farbgebung und vor allem ihrer Intelligenz von normalen Ghulen, während Ghule und Gravere primitive Kreaturen sind, die nicht mal einfache Überfälle planen können, sind Aalghule und artverwandte Wesen wie Zimmertauren zu planerischen Vorgehen fähig und daher weitaus gefährlicher. Ertrunkene. Am Ufer muss man still sein, erstens, um die Fische nicht zu verscheuchen, zweitens, um keine Ertrunkenen anzulocken. Jannik van Blaviken, Fischer. Ein Ertrunkener sieht aus wie eine Leiche vom Grunde eines Sees. Er ist von kränklich blauer oder grüner Farbe, sondert aus jeder Pore Schleim ab und verbreitet üblen Verwesungsgestank. Daher wird weithin angenommen, dass Ertrunkene ebenso wie ihre gefährlichen Verwandten, die Wassermänner, Moddernixer und ertrunkenen Toten aus den Leichen von Leuten entstehen, welche in flachem Wasser ertrunken sind. Verirrte Reisende, die in die Sümpfe geraten, Kinder, die zu weit hinausgeschwommen sind oder, im Falle von Wassermännern, betrunkene Bauern, die von den schmalen Sumpfstegen gefallen sind. Ghule hatten wir schon. Neblinge. Wenn einem Sumpf die Nacht überrascht, bleibt man, wo man ist und wartet den Morgen ab. Und zwar auch dann, wenn man bis zur Hüfte in egelverseuchtem Wasser steht. Am wichtigsten, wer am Sumpf ein Licht sieht, darf niemals, und ich unterstreiche, niemals darauf zuhalten. Johannes Struth, Reiseführer. Nebel ist der Feind des Reisenden. Im Wald lässt er ihn den Weg verlieren, auf See schickt er ihn in die Klippen. Doch solche Gefahren sind nichts im Vergleich zu den Monstern, die als Neblinge bekannt sind und die bisweilen in Nebelbänken lauern. Diese Kreaturen besitzen so kräftige Arme und Klauen wie sirikanische Kinjals, doch es ist ihre Fähigkeit zur Täuschung und Verwirrung, die sie so gefährlich macht. Oftmals müssen sie gar nicht angreifen, sondern treiben ihre Opfer einfach in den Wahnsinn oder in die Sümpfe und warten dann geduldig deren Ertrinken ab. Wasserweiber. Na, die hatten wir ja schon. Meine besten Freunde. Die Leute sagen, Wasserweiber seien mit Ertrunkenen verheiratet. Wenn das wahr ist, ist es kein Wunder, dass sie so garstige Luder sind. Shemhel von Drexdon.
In einigen Märchen kommen Wasserweiber und Sumpfschrullen vor, die sich als verirrte alte Frauen ausgeben, um Reisenden in ihre verfallenen Sumpfhütten zu locken. Tatsächlich muss man schon blind oder sturzbetrunken sein, um die verrottete, nach Aas stinkende Behausung eines Wasserweibs für ein gemütliches Heim und das grässliche Weib selbst für ein unschuldiges altes Mütterchen zu halten. Die Kreaturen sind faltig, warzenbedeckt, knapp 2 Meter groß und von grün-rosa Farbe. Sie stinken nach Moder und Fisch. Aus ihrem Rücken ragen 2 Handspanne lange, knochige Fortsätze. Ihr verfilztes Haar gleicht Seetang und ihre Klauen würden jedem Werwolf zur Ehre gereichen. Ogroide. Moment. Neckar. Seid vorsichtig, Leute. Unter der Brücke hausen Neckar. Wenn ihr die Brücke überquert, ohne langsamer zu werden und anzuhalten, passiert nichts. Sollte an eurem Wagen aber ein Axt brechen und ihr hängt dort draußen fest. Nun, dann schließt ihr besser die Augen und betet zu Melitile. Kurt Hammerbach, Stadtwache in Wengerberg. Ein einzelner Neckar ist harmlos. 5 sind gefährlich. 10 können selbst einen erfahrenen Monsterschlechter umbringen. Größere Probleme bereiten die größeren, stärkeren Wesen, die Krieger, wie auch die seltene Neckerart namens Puka. Verfluchte Wesen. Das ist das Neue und das Letzte. Fehlgeborene. Einen Fehlgeborenen hässlich zu nennen, ist, als würde man Scheiße als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Lambert, Hexer der Wolfsschule. Fehlgeborene sind womöglich die abstoßendsten Kreaturen, mit denen Hexer das Missvergnügen haben können. Sie entstehen aus toten, ungewollten Säuglingen, die nicht beerdigt werden und haben das Erscheinungsbild eines halbverwesten Ungeborenen, das ungeformte Fleisch verzehrt von Hass, Angst und Bosheit. Diese grässlichen Kreaturen nähren sich vom Blut schwangerer Frauen und werden von solch irrsinnigem Hunger getrieben, dass ihre Opfer meistens sterben. Interessant, interessant. Und der Einzige, der uns darüber Auskunft geben kann, ist der Baron. Und den suchen wir in der nächsten Folge auf. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß und ciao, ciao.